Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du mit ein paar Klicks zu diesem Video im Rahmen der Mutwasseraktion der Evangelischen Kirchengemeinde Frohnhausen gelangt bist. Ich möchte die Karwoche gerne zum Anlass nehmen und meinen Beitrag unter die Überschrift "Ohne Ostern gäbe es kein Weihnachten" stellen. Sicherlich hast du auch schon einmal den Spruch gehört, das ist ja so, als ob Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen. Diese Redewendung benutzen wir, wenn wir etwas erleben, das höchst überraschend ist, ein besonderes Geschenk darstellt oder aber wir eine übergroße Freude empfinden. Ich denke da an eine unerwartete Gehaltserhöhung, an einen tollen Gewinn bei einem Preisausschreiben oder aber daran, dass mein Fußballverein das Derby gewonnen hat. Obwohl ihn das wahrscheinlich auch nicht vor dem Abstieg bewahren wird, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, und obwohl diese beiden Feste, also Ostern und Weihnachten, natürlich nicht auf einen Tag fallen, so stehen sie doch in einem, ja, unmittelbaren Zusammenhang. Und darauf möchte ich gerne eingehen und dir im Hinblick auf die bevorstehenden Osterfeiertage in einer zugegebenermaßen, ja, mehr als komplizierten Zeit Mut zusprechen. Denn Ostern ist eine wunderbare Gelegenheit, um mit Mut und Zuversicht einen Neustart zu wagen. Doch vor Ostern steht bekanntlich der Karfreitag. Und dieser Tag begann vor über 2000 Jahren, wie alle anderen auch. Doch am Ende dieses Tages war nichts mehr wie vorher. Der Graben zwischen Gott und den Menschen wurde überbrückt, weil Jesus Christus an diesem Tag am Kreuz von Golgatha für dich und für mich gestorben ist. Obwohl er völlig ohne Schuld war, wurde er gekreuzigt und starb zur Sühnung der Sünden all derer, die an ihn glauben. Und es übersteigt mein Vorstellungsvermögen, dass Jesus diesen unfassbaren Leidensweg gegangen ist, dass er diesen unfassbaren Leiden nicht ausgewichen ist und den Kreuzestod erduldet hat. Nochmal, weil es so eine große Bedeutung hat. Das hat er für dich und für mich getan. Und dadurch wurde der Weg zur endgültigen Versöhnung mit unserem himmlischen Gott und Vater frei. Und ja, wie gesagt, es fällt mir schwer, das alles zu begreifen. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr verfestigt sich in mir der Gedanke, wie sehr mich Jesus lieben muss. Und an dieser Stelle wird deutlich, dass die Geburt von Jesus an Weihnachten ganz eng mit seinem Tod am Karfreitag zusammenhängt. Welchen Wert hätte die Botschaft von Weihnachten, wenn dieses Kind namens Jesus eines Tages, egal ob alt oder jung, gestorben und begraben wäre? Ohne Auferstehung, ohne die Macht über Leben und Tod, und ohne jetzt, also auch ganz aktuell in dieser Stunde, bei uns zu sein. Die Weihnachtskrippe im Stall von Bethlehem hätte ohne das Kreuz keinen Sinn ergeben. Dann wären die Worte Mut, Zuversicht und Hoffnung ja nur leere Worthülsen und wir wären ewig getrennt von Gott. So aber haben wir das Vorrecht, dass wir in unserem irdischen Leben, also jetzt, hier auf der Erde, durch die Vergebung unserer Sünden, ja, und durch den Glauben an das Kreuz und durch den Glauben an sein Blut die Gewissheit erlangen können, für immer und ewig Gottes Kinder zu heißen. Und das ist der einzige Weg. In der Bibel wird er der schmale Weg genannt. Der einzige Weg, der hin zu Jesus führt, ja, der in den Himmel zur Heimat aller Erlösten führt. Und das Geschenk des ewigen Lebens in der Herrlichkeit mit und bei Gott ist sonst an keine Bedingungen geknüpft. Das unterstreicht auch die Bibel in Johannes 3 sehr deutlich. Dort lesen wir in den Versen 16 bis 18: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und wer an ihn glaubt, also wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Ja, und mit dieser glasklaren und unmissverständlichen Botschaft kommen wir zu Ostern, zur Auferstehung unseres Herrn und Heiland Jesus Christ. Und wie eingangs schon erwähnt, Ostern ist ein Fest des Aufbruchs. Die Osterkerze zieht in die Kirche ein. Nach und nach vertreibt das Licht der Kerzen die Dunkelheit. Der Morgen bricht an. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Alles kommt in Bewegung.
Aus Unheil wird Heil, das Dunkle wird hell und aus dem Tod erwächst ewiges Leben. Darüber jubeln die Frauen, die an das Grab von Jesus kommen. Und wir lesen in der Bibel weiter, als sie aber davon redeten, trat er selbst, also der Jesus trat selbst unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine durchbohrten Hände und Füße. Zunächst einmal waren sie natürlich erschrocken, denn sie konnten nicht glauben, was da gerade geschah. Aber dann hören wir der Botschaft der Engel. Und auch die Botschaft der Engel lautet an Weihnachten und an Ostern gleich. Fürchtet euch nicht. Und beide Male verwandelt sich die Furcht, die da war, in große Freude. Ja, beide Male ausdrücklich in große Freude. Bei den Hirten auf dem Feld, wie bei den Frauen am Grab. Und dann auch bei den Jüngern. Und diese Freude, und auch uns strahlt diese Freude heute noch entgegen. Und wir können dadurch Mut, Zuversicht und neue Kraft schöpfen. Denn Jesus ist auferstanden. Der Tod ist besiegt, das Leben ist keine Einbahnstraße in die Dunkelheit mehr. Wir sind befreit von der Sünde und wir können glauben, lieben und hoffen. Wobei ich auch verstehen kann, wenn dich ganz aktuell die Sorge vor, ich möchte das Wort eigentlich nicht in den Mund nehmen, die Sorge vor Infektion und Krankheit trotz alledem beunruhigt. Aber es sei dir gesagt, dass es kein menschliches Leid auf dieser Erde gibt, an dem Jesus nicht teilnimmt. Gerade dann, wenn sich Wehmut mit der Erinnerung an bessere Zeiten in unseren Herzen breit macht, wenn starke Gefühle voller Erwartung und Hoffnung nicht erfüllt werden und wenn die Sehnsucht nach einer guten Zukunft gerade auch nicht greifbar ist, dann möchte Gott sich bei dir und vielleicht und bei mir vielleicht auch mal wieder in Erinnerung bringen. Vielleicht sind wir gerade jetzt herausgefordert, in Ruhe und Stille über unser Leben nachzudenken und uns wieder auf das Wesentliche zu fokussieren, auf Jesus Christus. Es lohnt sich, denn er liebt dich und mich über alles und er möchte in deinem Herzen und in meinem Herzen ein Licht entzünden, das durch nichts mehr ausgelöscht werden kann. Halte nicht an dem fest, was dich von Jesus ablenkt, sondern vertraue auf ihn und lass es zu, dass Jesus der Mittelpunkt in deinem Leben wird. Das wünsche ich dir von Herzen, denn dann kannst du die Liebe und die Hoffnung, die du durch ihn garantiert erfahren wirst, auch an andere Menschen weitergeben. Ich wünsche dir Gottes Segen und Bewahrung auf deinem weiteren Lebensweg.